Hallo Freunde, toll, dass ihr wieder hier seid. Ich hatte schon Angst, nachdem ich vor 3 Wochen am Nordbahnhof oder im Nordbahnhofviertel zu dem Thema Baulogistik gesprochen habe, dass ihr mich hier im Stich lasst. Aber der Marktplatz ist wieder gut gefüllt. Vor 3 Wochen am Nordbahnhofviertel, dort haben wir bereits über die Baulogistik und ihren katastrophalen Verzug informiert. Vielleicht als Reaktion, aber ansonsten gut abgestimmt, hat die Deutsche Bahn im Umwelt- und Technikausschuss nicht vor 3 Wochen, aber vor 2 Wochen die Gemeinderäte informiert über die Baulogistik. Aber wie haben sie denn das gemacht? Mit vielen bunten Bildern von Sachsen-Anhalt oder von Schwarzwald, wo der Abraum verkippt werden soll, hat man von den Versäumnissen abgelenkt. Und die Politiker und die Verwaltung haben diesem Vorgehen willenlos gefolgt, sind dem willenlos gefolgt. Deshalb ist das guter Grund, heute nochmal genauer auf die Baulogistik einzugehen, gerade weil Herr Dr. Käfer vor einem Monat angekündigt hat, dass morgen die Arbeiten am Bahnhofstrog mit dem Aushub der Grube, Baugrube 16, beginnen werden. Die Stuttgarter Nachrichten, wir brauchen das, ist wichtig, schreiben dazu, dass das der Start der Hauptbaumaßnahmen ist und dass der nicht gefeiert wird, weil er schon mehrfach verschoben wurde. An den Rahmenbedingungen hat sich auch überhaupt nichts geändert. Nur einige Punkte genannt. Das verdoppelte Grundwasser ist noch nicht genehmigt, die doppelte Grundwasserentnahme. Die Planänderungen für den Nesenbach auch nicht genehmigt. Die Finanzierung der 6,5 Milliarden oder darüber hinausgehender Beträge völlig unklar. Und die zentrale Baulogistik ist hoffnungslos im Verzug. Das ist auch unser Thema für den morgigen Tag dann vorbereiten. Trotz all diesen Fakten will die DB jetzt die Bagger im Schlossgarten anrollen lassen. Wie müssen wir das sehen? Das ist eine reine Machtdemonstration mit einer einfachen Aufgabe in zentraler Lage angeblichen Projektfortschritt zu zeigen. Genauso klar ist, dass der Aushub des Troges eklatant gegen die Planfeststellung verstößt. Dort ist vorgesehen, dass für den Abtransport die Baulogistikstraßen genutzt werden müssen. Eine Nutzung öffentlicher Straßen ist für den Aushub des Troges nicht zugelassen. So steht das in Anlage 13 der Planfeststellung, Abschnitt 1.1. Wer es nachlesen will, kann es gern tun. Es sind so knapp 10 Seiten. Die Baustraßen sind im ersten Jahr des Projektes fertigzustellen. So wie bei jeder normalen Baustelle die Logistik zuerst zu erstellen ist, damit dann die Baustelle funktioniert. Aber die Deutsche Bahn hat bis 2013 zur Baulogistik so gut wie nichts getan. Statt über eigene Baustraßen rollen die LKWs durch die Wohngebiete des Nordbahnhofviertels. Die Gemeinderatsfraktion der Grünen hat im letzten Jahr einen Antrag gestellt mit dem bemerkenswert klaren Titel LKW-Terror im Nordbahnhofviertel. Dieser Antrag an die Stadtverwaltung wurde sicher von der Deutschen Bahn beantwortet, aber unterschrieben ist das Papier von Oberbürgermeister Kuhn, der damit die Aussagen zu verantworten hat,
Ende November 2013 hat er geschrieben, die Baulogistik ist Mitte 2014 geplant in Betrieb zu nehmen. In der Realität ist davon nichts zu sehen. Nur im Turmforum kann man sich Werbefilme anschauen, wo in schöner Computeranimation gezeigt wird, wie die LKWs auf eigenen Logistikstraßen problemlos hin und her fahren können. Für die morgige Baugrube vom Schlossgarten müsste die Baustraße A unter den rückgebauten Gleisen des Kopfbahnhofes, also zwischen Querbahnsteig und den Resten des Donutsbaus, in Tieflage zur LBBW gehen. Wann die DB anfangen will, diese Straße zu bauen, wissen ihre Planer wahrscheinlich selber nicht mehr. Ich habe den schweren Verdacht, dass die Deutsche Bahn diese Baustraße gar nicht mehr bauen will. Zwischen LBBW und Nordbahnhof soll die Baustraße C angelegt werden. Man sieht einige Asphaltflecken, aber diese Straße soll zweispurig sein, teilweise eingehaust und gerade auch an der Rosensteinstraße mit Lärmschutzwänden versehen. Auch davon ist nichts zu sehen. Genau dort, wo die Baustraße hinter der Wolframstraße verlaufen soll, muss noch ein S-Bahn-Tunnel gegraben werden. Gegraben ist er, aber von März bis Juni sollten seine Wände und die Decke betoniert werden. Jetzt haben wir Anfang August, die Hälfte ist noch lange nicht geschafft. Ein vollständiges Baustraßensystem wie von OB Kuhn für Mitte 2014 angekündigt, das gibt es sicher nicht vor 2015. Trotzdem will die DB jetzt die Bagger im Schlossgarten anlaufen lassen und weiter LKW über öffentliche Straßen fahren lassen. Das zerstört unsere Straßen, ist nicht genehmigt und muss verhindert werden. Ganz geschickt hat die DB nun vor zwei Wochen den Vertretern des alten Gemeinderates über die Baulogistik berichtet. Kurz vor der Sommerpause und vor dem Wechsel des Gemeinderates ein geschickt gewählter Termin. Dass dann die Deutsche Bahn beim Gesundbeten der Baulogistikprobleme und beim Verbiegen der Planfeststellung auch noch von der Verwaltung unterstützt wird, ist ein Skandal. Die DB behauptet zum Beispiel, dass in der Planfeststellung stehen würde, 20% des Aushubes dürfen über öffentliche Straßen transportiert werden. Sie können wahrscheinlich schlecht lesen, in der Planfeststellung steht etwas von 6%. Auf die Nachfrage von Peter Petzold, Chef der Grünen im Gemeinderat, zur Nutzung der Baulogistikstraßen in dieser UTA-Sitzung, wenigstens eine solche Frage kam, aber dann antwortet der Technikbürgermeister Thürnau, in Klammern SPD, dass bei Maßnahmen im Vorfeld der Hauptbaumaßnahmen die öffentlichen Straßen genutzt werden könnten. Ja, was ist denn für Herrn Thürnau der Aushub des Bahnhofstroges? Ist das keine Hauptbaumaßnahme? Selbst die Stuttgarter Nachrichten hatten das ja so klassifiziert. Was dann noch die Parteien dazu gesagt haben, CDU, FDP, Freie Wähler, also das erinnert stark an die Lobpreisungen bei des Kaisers neue Kleider. Nichts dahinter. Eine Vertretung. Die Aufsichtsbehörden und unsere gewählten Vertreter
von Stadt, Region und Land hätten schon längst die rechtzeitige Herstellung der zentralen Baulogistik einfordern müssen. Das verstehe ich unter kritisch-konstruktiv und auch unter Planförderungspflicht. Das gehört damit dazu. Es gibt manchmal Ansätze, und so hat nach dieser verqueren Info der DB Verharmlosung die Grünen-Fraktion einen Antrag gerichtet an die Stadtverwaltung. Dort drin heißt es, wir fragen uns, warum die Bahn die Logistikstraße nicht so wie gefordert fertiggestellt hat und warum die Gründe in der Sitzung nicht benannt wurden. Von einer betrieblichen Störung kann hier nicht ausgegangen werden, höchstens von einem baulogistischen Schwergang der Bahn. Weiter heißt es, es ist nicht hinnehmbar, dass entgegen den Vorgaben der Planfeststellung ab August 2014 weiterhin Aushub über öffentliche Straßen durch das Nordbahnhofviertel transportiert wird. Dieses nicht hinnehmbar, das gilt es einzufordern. Bürgermeister Scherer, keine weiteren Ausnahmegenehmigungen. Lassen Sie Ihre Ämter kontrollieren, was hier passiert. Bisher fahren etwa täglich zwei Züge vom Nordbahnhof. Das sind 2000 Tonnen Abraum, die abgefahren werden und deren Antransport bereits für eine extreme Belastung im Nordbahnhofviertel sorgt. Auch wieder Zitat aus den Stuttgarter Nachrichten. Ab August sollen täglich mindestens 8000 Tonnen abgefahren werden. Was das für das bereits geplagte Nordbahnhofviertel bedeutet, kann sich jeder selbst ausmalen. Aber unsere Politiker sind in der Sommerpause und die Verwaltung gleich mit. Nicht nur im Schlossgarten will die Bahn graben. Dieses Jahr soll es auch noch am Angriff Prag losgehen, der Tunnel nach Feuerbach. Auch von dort, vom Pragtunnel bis zur Logistikfläche, ist eine kurze Baulogistikstraße geplant. Wenige hundert Meter, aber eine Brücke über die Verbindung zur Gäubahn. Sie können raten, es ist nichts davon zu sehen. Wahrscheinlich hofft man auch wieder, dass die Verwaltung zustimmt, über öffentliche Straßen abzufahren. Mia-Seger-Straße, B27, Pragsattel. Viel Freude! Die Deutsche Bahn hat die Herstellung einer funktionierenden Baulogistik sträflich vernachlässigt. Sie muss jetzt die Konsequenzen tragen. Das muss eingefordert werden. Eine weitere Nutzung öffentlicher Straßen für den Aushub des Bahnhofstroges ist nicht hinnehmbar. Baustopp sofort! Ein sofortiger Baustopp, ein Stopp der Lkw-Fahrten durch die Wohngebiete ist anzuordnen. Also keine LKWs mehr durch die Wohngebiete. Das bedeutet zwangsweise einen Baustopp in der Innenstadt. Stuttgart 21 hat so große und so viele Probleme. Ich bin mir sicher, dieses Projekt wird scheitern. Wir werden oben bleiben. Hans-Jörg Jäckel, es ist schon beeindruckend, wie sich so viele Privatmenschen auch so viel Mühe machen, diese ganzen Details aufzuarbeiten und hier öffentlich zu machen. Wie immer können Sie diese Rede auf dem blauen Papier
nachlesen und weitergeben. Sie finden diese Reden auf dem blauen Papier hier auf der Demo am Infostand oder an der Mahnwache.